Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen uns heute die dritte Runde von Martins Finalauftritt des Rockets aus dem letzten Jahr anschauen. Und ich habe mir prominente Verstärkung eingeladen. Herzlich willkommen, Eddie. Hallo Daniel. Vier Augen sehen bekanntlich mehr als zwei. Darüber hinaus, meine Einschätzung von vielen Kartenhänden ist ja aus vielen Videos bekannt. Hier heute deswegen die Chance, Analyse, die Einschätzung von einem der besten, wenn nicht dem besten Spieler mindestens der letzten 10, 15 Jahre dazu zu bekommen. Und ja, würde ich sagen, starten wir direkt in die Partie. Erste Hand von Martin. Vielversprechend, würde ich sagen. Ja, er ist auch schon bei angekommen, findet das vierte Ass, hat jetzt vier Asse, drei Zehen, das sieht ja sehr gut aus. Entscheidet sich jetzt wohl wahrscheinlich 21 in Herz zu drücken, das wäre nicht mein Favorit. Mein Favorit wäre doch eine herzvolle und eine der Ass 10 Luschen, also die Luschen zu drücken oder vielleicht sogar den zweiten Vollen. Was sagst du, Daniel? Ja, wenn du jetzt Herz vollen und sagen wir mal Pik Lusche drückst, geht es wirklich dann schon um Schneider, weil das Spiel so stark ist, oder ist es tatsächlich noch erstmal um den Sieg quasi abzusichern? Ja, also erstmal auf jeden Fall, um den Sieg eher abzusichern, weil bei diesen Spielen, die haben wir ja schon häufiger gehabt, da geht es ja dann irgendwann darum, dass man vielleicht nicht mehr ganz genau weiß, welche Karte man spielen muss. Und solange man noch irgendwie Druck in der Karte, also mit den Vollen hat, ist es relativ alternativlos. Und so muss man wahrscheinlich irgendwann raten, welchen Vollen man spielt unter Umständen. Und in die Situation wollen wir eigentlich nicht kommen. Und nebenbei natürlich 24 Punkte bei dem Rocket können bei der Preisgestaltung ja auch mal 1.000 bis 2.000 € machen. Nebenbei natürlich noch. Gut, nun ist ja, so wie Martin jetzt gedrückt hat, ist der Schneider ja auch immer noch möglich, aber gefühlt hat er sich in Herz jetzt so ein bisschen die Stärke rausgedrückt und kann dann entsprechend eben auch möglicherweise nicht noch einen zweiten Zwischenzug in Herz eben setzen. Ne? Gut, es geht hier schon los. Pik Bube wird gespielt, auch eine interessante Karte von Vorhand, ne? Das hatten wir, glaube ich, schon mal in unserem Stream, dass vorhin Pik Bube aufgemacht hat, Mittelhand keinen Buben hatte und nicht wusste, was er damit machen soll. In dem Fall ist es einfach, er muss bedienen, Karo Bube. Wir freuen uns auch erstmal. Ob das gut ist, werden wir sehen. So, jetzt, da passiert es, Kreuz, Lusche, Lusche. Das ist der Worst Case. So, 32, 43, 54. Jetzt sind Haben wir wir jetzt tatsächlich dort angekommen. noch ein Problem? Sieht doch immer noch stark aus. 54 liegen und potenziell noch drei starke Karten in der Hand. Drei starke Karten. Martin geht wohl überlegt. Ich würde sagen, dass wir jetzt uns mal kurz Gedanken über die Karten machen sollten. Herz König klickt er an. Der kann unter Umständen natürlich komplett verkehrt sein, wenn der den Buben jetzt hat, zum Beispiel noch Herz Dame zu dritt hat, hat er ihm uns jetzt noch das einzige Bild von ihm hochgespielt unter Umständen. Und danach spielen wir den falschen Vollen und die Gegenpartei macht Rest. Also. Mit anderen Worten, Martin war hier auch eben komplett im Tank. Also ich habe wirklich die Zeit laufen lassen. Obwohl das mit dem Buben gut losging an sich oder sich so anfühlte, ist es vielleicht gar nicht so super gewesen, weil wir jetzt selber antreten müssen und ist tatsächlich natürlich auch wirklich Pech auf drei Asse jeweils zwei Luschen bekommen. Das heißt, bei 54 liegen Herz König können wir eigentlich noch nicht ziehen. Genau so ist es, ja. Es ist noch nicht unverlierbar in diesem Moment, ne? Was könnte passieren? Es ist nicht unverlierbar, aber es gibt, glaube ich, nur eine sehr schlechte Konstellation jetzt, weil die Konstellation, dass jetzt hier noch vier Kreuzen stehen, bei dem der zwei alte hat, oder hatte, gibt es ja sehr wahrscheinlich nicht, weil sonst hätte er 36 gereizt. Also gibt es jetzt halt noch die Option, dass der einen Rollmops hatte in Vorhand und wenn er einen Rollmops hatte, gibt es natürlich auch keine Problematik, Entschuldigung, Widerspruch, weil dann bedient er eh beide Vollen. Aber der hat jetzt aus Versehen in zwei Kreuzen reingegriffen und das Viererfeld seines Partners getroffen. Das heißt, wir spielen jetzt eine der Zehner, sagen wir mal Pik 10 wird gestochen, das wäre der schlechteste Fall, weil wir dann noch nicht zu Hause sind, logischerweise. Jetzt käme die Übergabe mit dem blanken Kreuz und dann kann der Partner noch drei Kreuz und den letzten Pik spielen und wir müssen dann schon Herz König oder Karo 10 abschmeißen,
um überhaupt den letzten Stich noch zu machen, ne? Und könnten entweder verlieren, wenn wir dann tatsächlich mit Herzkönig nur genau vier Augen machen oder wenn wir uns falsch entscheiden, ne? Gut, also das ist die Lage. Der Gang, der so stark aussieht, ist noch nicht safe. Deswegen ist Martin hier auch in Tank gegangen. Am Ende greift er in eine 10. Und das sieht ja gut aus, ne? Pik Dame, der wird dann wohl nicht gestochen werden, denn Kreuz Bube haben wir bei Spieler 2 schon verortet. Ja, genau. Das wäre jetzt schon ein sehr großes Wunder. Wenn Spieler 3 jetzt noch den Kreuz Buben hätte und getaucht wäre im ersten mit Karo Buben. So, jetzt haben wir, glaube ich, 74 und wenn Karo 10, König, Dame jetzt bedient werden, sind es immer noch 91 und Schneider. Aber das war fast nicht mehr möglich, genau. Trotz allem schöner Start, oder? Ja, egal wie lange man spielt, egal wie erfahren man ist, in eine Serie zu starten und erstmal so eine schöne Hausnummer hinzulegen, ist doch immer sehr beruhigend, ne? Also lieber, ich spiele es auch lieber von vorne, als so, sagen wir mal, ein bisschen hinterher zu laufen. So, aber aufgemerkt, können wir uns mal gleich auf die nächste Partie konzentrieren. Die Findung war ja nun mal Höchststrafe. Vorhand hat 18 gehalten, ja. Die Findung war relativ schlecht. Gehe nochmal kurz, ganz kurz zurück. So, da sehen wir den Moment. Herz, Lusche, Karo, Dame. Ja, wahrscheinlich wird er jetzt ganz normal Pik König Karo Dame drücken, hoffen, dass Herz 2-2 steht und ansonsten alles normal ist. Karo Ass kommt raus, meistens ein gutes Zeichen. Du sagst immer bei solchen Sachen, wenn Karo Ass kommt, steht die Karte erstmal nicht komplett quer. Kann natürlich immer nochmal sein, dass vorne die vier Trümpfe stehen und auch mal ein blanker Herz oder so, aber normalerweise, wenn erstmal der Volle kommt, das ist schon mal besser, als wenn direkt Herz auf den Tisch kommt. Und wenn ein Voller kommt, steht auch meiner Erfahrung nach Trumpf eben meistens dann geschmeidig. Sonst wäre eben häufig erstmal klein gespielt worden. Ne? Ja. Aber dennoch, es sind viele Augen im Spiel. Also wir müssen trotzdem mal zählen. 14. Jetzt kommt der wichtige Moment. Okay, wird bedient. 39, Herz, Dame steht. Eigentlich sollte der Drops gelutscht sein. Gut, potenziell, wenn drei Trümpfe noch in einer Hand stehen und beide vollen in der anderen Hand, aber glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht dran. Sieht eigentlich gut aus, ne? Ja, 39. Jetzt überlegt Martin, aber ich glaube, das ist jetzt eine Fata Morgana, die bei ihm durch den Kopf geht, weil entweder Trumpf steht jetzt 3-2 oder nicht. Steht jetzt 2-1 oder nicht. War jetzt egal, ob er von oben oder von unten zieht. Pik Ass Abschied ging von den Farblängen auch gar nicht mehr, also es war wirklich egal. Spiel gewonnen, ja, jetzt definitiv ein guter Start, 2 Gewinnspiele erstmal. Ja, und hier kann man ja auch nicht viel verstehen. Vor allem die erste Krücke, in Anführungsstrichen, das erste kleinere Experiment ist gut gegangen, genau. War zwar eine Pflichtreizung, aber nach Skataufnahme wollte man gewinnen und das haben wir erreicht. So, jetzt kommt der Gang von Spieler 2, 15, Karo Bube. Ui, 2 Herzen gedrückt. Und wahrscheinlich auch noch ein Bube beim Partner, ne? Genau, weil sonst hätte der wohl in Mittelhand seriös mit Pik-Buben gestochen, wenn er 3 Buben gehabt hätte mit 2. Ist bei Amateuren natürlich auch schon mal leichtsinnigerweise vielleicht passiert, dass man da aus Versehen mit Karo Buben sticht, aber davon gehen wir mal nicht aus. In diesem Turnier an sich nicht zu erwarten, schon erst recht nicht. Es war ja nicht der erste Herz, sondern es sind auch noch 2 gedrückt. Also der Überstich kommt gar nicht so krass überraschend, aber 29 schon liegen. Es ist jetzt natürlich nicht mehr viel Stärke bei unserem Mann zu erwarten mit den 2 Jungs, wo wir noch Pik 10 haben und Herz Ass 10 hatten, sonst ist der Klang ziemlich unseriös. Pik Ass wird unsere Beikarte lässt jetzt auch nicht auf irgendwas schließen. Pik Ass war blank. Die anderen Farben wird er halt jetzt dreimal haben und meistens halt mit Ass 10. Ja. Noch ein Bluff. Immer einmal mit Ass 10 König. Finito. Gut gestartet und dann bei 29 hängen geblieben. Ja. So, ein sehr schöner Ansatz. 48er Reizung ist Pflicht. Aber kriegt schon bei 20. Findet Karo Ass. Okay, das ist natürlich noch eine Verstärkung. Riesenspiel als Kreuz wird sie ihn vielleicht als Gang machen in so einem Format.
Ja, ich denke, so standbedingt nach zwei Serien 1600 und jetzt so ein guter Start, es wurde gereizt. Ich denke, der Kreuz mit zwei in Schneider sind 48, der Gang mit zwei in zählt 72. Diese 24 Punkte würde ich jetzt noch nicht versuchen Vom Tisch zu riskieren, zu dass ich die stibitzen. jetzt mitnehme. Vielleicht in der fünften Serie mit mehr Infos durchaus. Hätte mich auch gewundert, in der zweiten Serie hat Martin ja an einer Stelle auch noch eine deutlich stärkere Karte als Farbe gespielt. Also warum sollte er jetzt seiner Linie untreu werden und plötzlich Harakiri machen? Und wenn es nur eine 15% Verlustchance ist gegenüber einer 1 oder 2% Verlustchance, ist die natürlich immer noch viel gewaltiger. Er spielt den Kreuz und Ja, er spielt auch korrekt die Trumpflusche. 6. Den wird er mit der Dame stechen. Wenn jetzt links wirklich 4 Trumpf stehen, wird er abwerfen. Der Pik fliegt raus. Jetzt macht er noch einen Trumpfstich. Und wir haben Kreuz mit 2 in Schneider gewonnen. wunderbar. Pik Dame war gedrückt, deswegen ein Pik-Abwurf heißt schon, Pik ist safe. Ich sag immer, so, wenn ich weiß, dass der Kreuz mit 2 in Schneider wird, dann brauche ich den Rang auch wirklich nicht. Um die Uhrzeit, in Anführungsstrichen, in Serie 3, in Spiel 4 oder so. Ja. Nein, ich denke ja, Martin kann sehr zufrieden sein. Er hat zu diesem Zeitpunkt des Turniers noch kein einziges Spiel verloren. Und es waren in den ersten beiden Serien schon einige Spiele dabei. Ich sage mal so drei, vier, die man leicht hätte verlieren können. Vielleicht ein, zwei, die man sogar hätte verlieren müssen. Da wurde es ihm gar nicht so schwer gemacht. Und jetzt, ich glaube, den heikelsten Moment interessanterweise war wirklich dieses erste Spiel. Der ist auch, das war ja natürlich ein Riese, aber trotzdem. Wenn dir so ein Ding natürlich mal umkippt, da träumst du auch noch ein halbes Jahr später von. Ist gut gegangen und jetzt hat er schon drei Spiele wieder auf der Uhr. Ja, Kann und. ich bin ein bisschen überrascht, dass er mit der Karte jetzt nicht 18 gesagt hat in Mittelhand. Weil ich sage, ja, man muss sie natürlich nicht sagen, aber ich sage immer, wenn man das Spiel hier für 18 kriegt, dann findet man in dem Format sehr häufig zum Gewinnspiel. Allerdings muss das, wie gesagt, nicht sein. Aber er hat es halt nicht gemacht. Okay, Vorhand wird Alleinspieler ohne Reizung. Wir gucken mal danach, was im Skat lag, ob wir rangekommen wären. 15. Sieht nach einem 6-Trümpfer aus, vielleicht ein 7-Trümpfer. Man kann jetzt hier Herz 10 vielleicht spielen. Ich würde trotzdem Pik König präferieren. Wenn du dich für Herz entscheidest, dann wirklich auch lieber die 10 statt dem Ass. Ich meine, man gibt natürlich dem Partner noch eine kleine Extra-Information. Der wird nicht erstmal denken, dass sie blank ist. Man spart vielleicht auch das eine Auge, meistens, wenn man vom Abstich ausgeht. Aber dann einmal von 15 oder von 10 Fällen sticht jetzt der Partner doch, weil er kein Herz hat. Ne? Dann steht man ein bisschen dusselig da. Und wenn man dann den Fall erwischt, dass König Dame in Herz gedrückt ist und nur die blanke Herzlusche oben war, dann war Herz 10 auf jeden Fall eine absolute Niete. Aber ansonsten ist auch noch nichts passiert, wenn er die drei Herzen oben hat. Also vielleicht hat man es aber auch verschenkt. Also es ist tatsächlich, ja. Knappe Kiste, würde ich sagen. Ich würde wahrscheinlich, wie gesagt, um diesem ganzen Theater aus dem Weg zu gehen, erstmal Pik König spielen. Okay, auch also eine ganz andere Farbe. Okay, aber frag drei Ja. Skatspieler, du hast häufig vier Meinungen. Auf jeden Fall, die Chancen liegen da manchmal dicht zusammen. So, jetzt sehen wir, es ist der Sechstrümpfer, Trumpf 10 noch Sechs drüben. Trümpfer. Ja, ehrlicherweise, wo Kreuz Ass kommt, ist eigentlich die Gewinnerwartung jetzt nicht mehr so besonders Na, hoch, jetzt oder? muss er noch Pik Dame zu dritt haben, dann wäre es noch minimal, aber. Er hat vier Kreuzen dabei. Das Spiel war unschlagbar. Kreuz, Bube, Herz, Dame. Guck mal, einer guckt. Da hätten wir einen 7-Trümpfer in Herz mit zwei gehabt. Allerdings glaube ich nicht, dass wir rangekommen wären, weil Vorhand hatte irgendwie zwei rote Jungs, Kreuz, Ass, König zu viert. Und Karo, Dame, irgendwas zu dritt. Ne? Ja. Er muss nicht 18 halten, aber er wird sie wahrscheinlich halten. Ja. Okay. Aber Theorie wäre richtig gewesen, wir hätten ein Gewinnspiel bekommen, wenn wir es für 18 gekriegt hätten. So. Wobei das Was ist natürlich jetzt hier passiert? Hat Mittelhand, ich habe es nicht genau gesehen, hat Mittelhand 18 gesagt? Mittelhand sagt 18, ja, Hinterhand sagt 20. Ja, das ist wohl der Moment, wo man es gehen lassen muss.
Auch wenn, auch wenn nur einer reizt, muss man wahrscheinlich bei 20 aussteigen. Ne? Wenn zwei reizen, erst recht, aber auch als Herzhand. Im Finale vom Rocket, bestimmt in der Vorrunde vom Rocket, kann man durchaus mal den Herzhand riskieren, wenn man die Wochenquali schaffen will, meine ich. So, wahrscheinlich wird man wie Tausende hier Kreuz-König spielen, weil alles andere ist relativ unattraktiv. Was sagst du? Ja, es scheint, also es scheint von allen, man hat kein wirklich gutes Ausspiel, von allen schlechten Optionen scheint es die am wenigsten riskante zu sein, sagen wir mal so, im Sinne von, man will noch nichts kaputt machen und auch nicht auf Herz irgendwie null Augen Abwurfstich ermöglichen. Pik Bube auch nicht unbedingt, ne? Kann man machen, aber ich glaube auch Kreuzkönig. Pik Bube zeigt das, da auch. Das, vor allem Pik Bube bringt ja auch wenig, weil danach sind wir wieder dran, wahrscheinlich. Irgendwann, wenn wir mit Rot wieder sowieso, wir haben so viel Kraft quasi, dass wir automatisch fast nochmal hinkommen. Das Schöne bei Kreuz, jetzt kannst du auch, hast du direkt ein Nachspiel. Kreuz, ups, was ist denn hier gerade los? Ja, das sieht ja, erst dachte ich, dass der Linke hat wahrscheinlich, der hat ja Trumpf 9 reingelegt in den Trumpfstich. Was war denn das für eine Karte? Aber jetzt spielt er Karo Buben, das sieht danach aus, dass er wohl noch die anderen Buben auch hat. Da der nicht Kreuz-Dame gespielt hat, ist Kreuz-Dame wohl beim Alleinspieler. Das heißt, er hat drei Kreuzen. Aber kann unser Partner auch wirklich noch den fünften Trumpf haben? Dann würde er, wenn er schon konsequent von unten startet, hätte er auch Trumpf Ass vielleicht selbst gespielt. Und Trumpf 10 kann er ja eigentlich nicht noch haben, ne? Ja, genau. Dann hätte er Trumpf Ass gespielt und mit Trumpf Ass hätte er auch schon 18 gehabt mit drei Jungs und bestellter Kreuz 10 und Pik Ass. Ja, geht gar nicht, weil auch, dass wir dann noch die beiden anderen Asse haben, so ein Spiel gibt es ja gar nicht. Also okay, wahrscheinlich, genau. Aber warum zieht er jetzt die drei Trümpfe hin? Wir sind ja noch, das Blatt ist ja noch nicht geklärt und damit macht das uns an sich unnötig schwer, ne? Ja. Gut, ich glaube, ich meine, wenn da nur noch eine unbekannte Karte ist, weil wirklich das ein Sechstrümpfer ist mit dem Kreuz-Drilling, dann kann man wahrscheinlich auch Karo Ass reinpfeffern, aber Herz Dame tut es in dem Sinne wahrscheinlich auch, weil raus oder raus wahrscheinlich, ne? Dass er mit beiden Trumpfvollen jetzt eine blanke Karo 10 oben gelassen hat, nebst Kreuz Ass zu dritt beim Sechstrümpfer, wie gesagt, mit beiden Trumpfvollen, das glaube ich auch nicht, genau. Also kann man jetzt hier durchaus Karo 10 reinhauen, Karo Ass reinhauen, ja. Martin ist da auch am Rechnen. Ich meine, am Ende hoffst du natürlich, dass dein Partner vielleicht doch jetzt Quatsch gemacht hat und doch irgendwie noch einen Trumpf in der Hand hat. So gesehen, wahrscheinlich im Siegssinne muss man das Karo Ass trotzdem noch schleppen, macht Martin auch. Aber realistisch wird es wahrscheinlich, ja, wenn es so aussieht wie ein Sechstrümpfer mit dem Kreuzdrilling, wenn alles dafür spricht, dann wird es wohl auch so einer sein, ne? Ja. Und Karo 10 sogar noch gedrückt. 13 sogar, ja. Ja, das Spiel wäre vielleicht bei offenen Karten irgendwie im Aufschlag, hätte man da Karo Ass und dann irgendwie was anderes spielen müssen, dann hätte man vielleicht irgendwie eine Chance gehabt, der Kreuzkönig, die Kreuzkarte dem Alleinspieler zu klären, war jetzt verkehrt, hätten wir aber auch gemacht, also von daher. Ja, aber ich glaube, weil Herz, es gab ja keinen Platz für Herz 10, also die rote Lusche, die Herz 10 von unserem Partner kriegen wir nie nach Hause, beide Trumpfvollen beim Alleinspieler, Karo 10 im Keller, ich glaube, das... Also ich denke, im Mondeau hätte man spielen müssen Karo Ass, Pik Bube und dann Herz Lusche, irgendwie so. So, das sieht jetzt eher nicht so attraktiv aus hier, ne? Wobei... Jetzt schon 29. Es entwickelt sich manchmal unverhofft günstig. Ne? Okay, den wird er wahrscheinlich nicht mehr haben, sonst wäre eben der König nicht gekommen. Er wird wahrscheinlich stechen. Ich meine, wenn er abwirft, ist Kreuz 7 plausibel. Was machst du jetzt mit dem Ding? Ja, ich würde uninteressanter Überstich. Also, wenn dann setzen wir hier konsequent ab, oder? Kreuz 7, um noch im Siegsinne, ne? Überstich ist zwar schneiderfrei, aber im Siegsinne uninteressanter, ne? Okay, macht Martin auch. Ach so, es gibt noch die Variante jetzt Überstich und dann muss der Alleinspieler noch Kreuz 10 König haben. Wir können die blanke Kreuz Lusche spielen und dann mit dem zweiten Trumpf nochmal abstechen. Das wäre noch eine Variante gewesen. Er hat tatsächlich. Die allerdings hier offensichtlich nicht der Fall ist, ne? Den 7 Trümpfer mit rein. Wenn er noch ein Ass hat, hat er Rest. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Dann hat es jetzt den Schneider gekostet.
Schöner Hattrick da von Spieler 3. Der ja. Robbt an Martin ran. So. Ja, ich denke, Martin wird dieses Spiel auch null reizen. Also du würdest es auch wahrscheinlich bis null reizen, zwar auch ungerne, aber... Ja, ja, also auf jeden Fall Nullouvert, wird er Nullouvert auch machen? Was glaubst du? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Herz 7, 10, nee, Dame ist, nee, ein bisschen, nee, ist ein bisschen zu wehrlos, ne? Selbst wenn du einen passenden noch findest, Herz Dame drücken kannst, 7, 10, dann... In meinem ersten Club in Hannover, bei der Dübel Hannover damals, haben die immer gesagt, ist noch zu hell draußen, um da mit Nullouvert zu reizen. Da hast du Skat gelernt bei Dübel Hannover und die, die waren taktisch auch versiert genug, um zu sagen, Nullouvert ist das nicht, ne? Naja, die haben halt zu allem, was noch, wenn auch so beim Reizen, halt irgendein Reizwert nicht mehr gehalten wurde, ist noch zu hell draußen, war halt so der Standard Karlauer dort. Ja. Okay. So, nun spielt der Grang 24. Gut, haben wir erstmal wahrscheinlich wenig Ambitionen. Pik Bube. Pik Bube ist natürlich. Ist das jetzt ein Bluff oder hat der unser Mann jetzt tatsächlich noch beide Buben? Das wird sich Martin jetzt, also den zweiten Buben, das überlegt sich Martin auch gerade. Ja, was setzen wir hier ab? Wenn Karo, er den Karo 8 Jungen will man hat, wahrscheinlich noch behalten, um nochmal rüberspielen zu können, von daher Kreuz. Falls er vier Karos hat, ja. Kreuzlusche oder Karolusche entscheidet. Aber also auch Martin ist da im Tank. Ich habe hier teilweise wirklich die Finger von der Maus. Lass mal einfach im Originaltempo laufen. Ja, wenn er jetzt die Kreuz 7 abschmeißt, dann stellt er sich natürlich auch gegen Kreuz König Dritt oder was. Entweder den Stich sogar ein oder mindestens die Dame blank. Von daher wahrscheinlich wird er jetzt auf Karolusche wechseln. Ne? Ja, denke ich auch. Weil es ist ja unwahrscheinlich, dass Vorhand zwei rote Jungs Karo Ass zu viert hat. Wenn er bei 24 gepasst hat, kann natürlich sein, aber so, Kreuz, Ass. So, was macht Martin jetzt? Kreuz, Ass, König, Lusche. Hat man da den König gedrückt? Ab und zu ja, ab und zu nein. Aber auch erstmal, die Bauern sind raus. Mit großer Chance kommen wir gleich mit Karo 10 wieder ran. Und dann müssen wir selber auch antanzen. Das heißt, auch aus der Geschichte, aus der Überlegung heraus, ist es realistisch, dass der Alleinspieler irgendwann jetzt noch mit bestellten König gegen uns antritt, wir die Dame brauchen, oder treten wir vielleicht selber damit an, um ihn damit wieder einzuspielen. Ne? Auf jeden Fall, ja, der letzte Bauer ist bei Mitspieler und die Karte sitzt an sich nicht gut. Bauern zusammenkreuz auf Abstich, das war an sich nur ein Dreierfeld. Mal gucken jetzt, ne? Ihr könnt übrigens, ich verlinke das hier mal als Infokarte, wenn euch das interessiert, denn ihr seht ja auch, Martin ist da auch am Überlegen, am Nachdenken, geht in Tank und erzählt so einiges. Schaut euch gerne auch nochmal das Originalvideo auf Martins Kanal an, dann habt ihr die vollen Einblicke. So, wenig überraschend, es kommt Karo und er hat Kreuz Dame gelegt, okay. Jetzt haben wir 30. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir ihn, falls er Kreuz König Lusche hat, wollen wir ihn einschieben? Über Kreuz 10, Kreuz Lusche oder wollen wir ihn aufs vielleicht blanke Herz Ass einschieben? Gut, aber er hat kein Karo, er hat nur zwei Bauern, er hat vier Kreuz. So, Pik Ass 10, die 7 abgeworfen, also an sich. Nee, nicht vier Kreuz, wir hatten vier Kreuz, ne? Wir hatten vier Kreuz, genau. Okay, richtig, er hat drei Kreuz, zwei Bauern, Pik. Wahrscheinlich das vier Ass gesehen und die 7, dass er Pik Ass zieht. Wahrscheinlich aus Ass 10. Meistens ziehst du ja die erste Stärke und er wird ja nicht nur drei hohle Asse da haben. Pik 10 traue ich ihm noch zu, aber hat er jetzt das Herz Ass blank? Er kann auch zwei Karos gedrückt am Herz Ass König stehen. Eigentlich muss er fast Pik Ass 10 zu viert haben, oder? Und also ich glaube, und also. Und Herz Ass blank? Wenn er den Kreuzkönig oben hat. Aber den kann man ja in so einem Spot auch natürlich mal drücken. Also aus der Lameng hätte ich gesagt, so wie es jetzt mit der Kreuz, hätte ich jetzt, glaube ich, gesagt, jetzt Kreuz 10, Kreuz 7 und dann gucken, ob wir noch was machen. Entweder ein Herz oder ein Pik, wahrscheinlich eher ein Pik, aber vielleicht auch, dass wir mit der Herz 10. Ja, oder Herz 7. Mal gucken, was passiert. Also, worauf würdest du dich final committen? Ich glaube, Martin ist ja auch noch einen kleinen das Moment Ding in. Halt, das Ding ist halt, wenn ja, das, worauf würde ich mich final committen? Ja. Das Ding ist, Kreuz 10, Kreuz Lusche mit Herzkönig macht 44.
Und dann schlagen wir noch Ass 10 Dame in Pik im Finale, wenn wir die 17 Augen in Pik machen für unsere Herz 10. So hat er aber Kreuz König gedrückt. Spielen wir Kreuz 10, Kreuz Lusche, Herz König und dann Kreuz nach. Dann fliegt jetzt der nächste Pik vielleicht raus und er hat danach vielleicht Rest irgendwie, weil er doch Herz Ass, keine Ahnung, kann. Ja, schwer Also, zu sagen. Was sagst du? ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich finde es interessant. Also, selbst mit so viel Informationen ist es nicht so leicht. Also, entweder Kreuz 10, Kreuz 7 oder Herz 7. Das sind eigentlich Ich würde ihn auch taxieren, tatsächlich auf Ass 10 zu 4, weil sonst ist es kein Gang irgendwie. Es ist Gut, vielleicht ja. sowieso kein Gang, aber Ass 10 zu 4, Ass zu dritt, Ass, zwei Alte, macht zumindest mehr Sinn irgendwie. Ja, er nimmt Da auch kommt das doch die Ass raus. 17. Also, das ist soweit so gelungen. Jetzt Kreuz 7, das ist klar. Ja, oh, da fliegen schon die Karten. Und Hat er tatsächlich. Also, und jetzt kann man halt drüber philosophieren, hat er das Spiel jetzt richtig gedrückt, ne? Ich hätte jetzt vielleicht wirklich in Anbetracht so der Lage, wie das jetzt war, vielleicht tatsächlich Herzkönig oben gelassen und den Kreuzkönig gedrückt. Dass wir überall noch ein bisschen Abwehrmöglichkeiten gehabt hätten, ne? Ja. denn so kann er ja sogar, also Herz Ass war jetzt blank gedrückt, den König hatte er ursprünglich, wenn er eben jetzt den anderen König gedrückt hat. Offensichtlich hätte er jetzt das Spiel für sich entscheiden können mit Herz König schnippeln, dann wird es wohl reichen. Er macht mindestens die Ja. 7 Augen mehr, aber ich glaube, er kriegt ja von uns dann noch einen, er kriegt ja noch einen weiteren Stich. Ich glaube, er wird dann gewinnen. So kann er ja sogar, wenn er ins blanke Herz Ass eingespielt wird, so lang, ich meine, es war jetzt ja wirklich Höchststrafe. Bauern zusammen und Pik König zu dritt, ne? Und Kreuz auf Abstich. Also so gesehen, es saß schon maximal ungünstig. Dennoch war die Drückung vielleicht dann eher, die war vielleicht eher so im Schneidersinne schon, ne? Ein bisschen arglos, sauber gedrückt. Ass, König, Lusche. Im besten Fall gibt es auf das Ding nur einen Stich ab. Jungs kommen, wirst eingespielt, Jungs kommen, einmal Kreuz unter raus und Feierabend. Aber es ist halt nicht immer der beste Fall. Okay. Ja. Bitter für Spieler 2. An sich war der, also den so wehrlos zu verlieren, das war schon. Ja, beide entscheidenden Sachen standen dagegen. Und Martin hat ohne großes Zutun 40 eingesammelt. Und jetzt geht es natürlich. Auch immer wichtig bei dem System und auch im Finale und so diese 40 Punkte. Vor allem, wenn sie so relativ unverhofft gekommen sind sogar. So, hier ist ein Bauer erst gefallen gewesen, ne? Ja. Es ist ein Bauer Okay. raus. Das Spiel ist natürlich unverlierbar. Die Frage ist, ob es trotz Bauern in einer Hand noch eine Schneiderchance gibt. Na, sieht eher nicht so aus. Ein Pik wurde schon abgeworfen am Anfang da rechts, meine ich. So, das sind 15. Wenn das jetzt von Karo Dame König ist, hat er wahrscheinlich Schneider gewonnen. Oh, tatsächlich. Ja. Und Okay. schon, ach, wie schön ist Panama, würde Daniel sagen. Und schon sind die 122 Äuglein wieder da. 4, 5, 6 läuft bei Martin. Guter Start in die Serie. Ja, ist, sage ich jetzt mal, nicht der erste Schneider, der glücklich bei ihm eintrudelt. Jetzt alleine, dass da im Endspiel, wo noch zwei Farben mindestens offen sind, plötzlich Karo auf den Tisch kommt aus dem Zwilling. Na, wo Ja. der hat noch 5 Karten in der Hand, also kann er dann, die andere Farbe muss der Drilling gewesen sein. An sich kleines 1x1, dass die Farbe ein bisschen stärker ist zu öffnen, hat er hier wieder einen Schneider mitgenommen. Ne? Schön. Vorhin stand der Spieler 2 stand vielleicht noch wirklich ein bisschen unter Schock des verlorenen Gangs mit 2 und war relativ lustlos. Jetzt hat er übrigens genau, ich gehe nochmal kurz zurück, jetzt haben wir genau die Situation, die er eben vielleicht auch schon gesehen hat. Einfach einmal unter Kreuz Ass. Er hat sogar auch wieder Ass König 8. Identische Kreuzkarte, einmal unter durch, steht die 10 wieder zu Ja. dritt. Dennoch kann er jetzt aufklappen für gleich Schneider. Okay. So ein verlorenes holst du aber so schnell auch mental an sich nicht wieder raus, ne? Nee, das stimmt. Ja. Im Nachgang, weil du kommst ja auch immer noch drauf, das ist ja fast die gleiche Frage wie bei Martins Kreuz, er war noch einen stärker sogar, aber er hätte natürlich auch ein ziemlich gutes Pikspiel taufen können. Auch da wäre übrigens Wo er allerdings gegen fünf alle Trumpf fünf Trumpf und und frei Kreuz. Kreuz gelaufen wäre und wahrscheinlich immer noch keine Karriere gemacht hätte, ne? Verurteilte Karte. Verurteilte Karte. Naja, wie gesagt, ich glaube, dass er den Gang gewinnen wird, wenn er Herzkönig oben lässt und Kreuzkönig
zurück, weil dann kann er ja wirklich, der kann ja dann an der Stelle mit Pik Ass 10 Pik rausschieben, dann steht Karo 3-3 und dann muss ja irgendwie irgendwas passieren auf seinen Farben, wo er jeweils Ass bestellt hat. Die beiden Zehner stehen bei uns vorne. Also ich denke, das wird er knapp hinkriegen. Jetzt sehen wir mal eine schöne Beikarte. Das Spiel war insofern auch gar nicht so erwähnenswert. Leicht gewonnen. So, jetzt ein schönes Karo oder mit Kontra. Aber ohne Reizung ist das noch nicht vielversprechend. Also Ohne ein bisschen kann Reizung. man von 40 Punkten träumen. Okay, die Spielansage dauert ein bisschen. Ach, Ja. da ist er, der Ganghand. Ja, okay. Dame Lusch, ich würde Dame Lusch präferieren. Also Kreuz, Den Kreuz. Daniel-Aufschlag, Dame Lusche in Kreuz. Ja, den muss man, du piekst mich da so ein bisschen, den muss man eigentlich nur dann thematisieren, wenn der Alleinspieler in Hinterhand ist. Da ist das meine Stimmt, hast du recht. Spezialität Ja, gegen ja, Mittelhand, mache ich manchmal auch nur die Büsche auf. Aber Pik Ass schlägst du nicht auf, aber eigentlich nur, weil wir kein Karo haben, ne? ja. Ja, natürlich. Nur wegen kein Karo. Und wenn man dann aus Versehen 59 kriegt bei dem Ranghand, weil man Pik Ass ausgespielt hat, Dann kann ist man sich kein. minimal dann auch ärgern. Dann ist Katzen ja. Aber Martin bringt es Pik Ass. Okay. Das Pik Ass ist sicher auch nicht jetzt krass Nein, verkehrt oder das so. ist ja Die. auch keine komplett Niete. Ja, absolut nicht. So. Ja, auf jeden Fall. Offensichtlich Lichtenbauer. Ja, für 31 hat er auf Pik 10 gereicht. Das ist doch gut. Ja. Ah, guck mal da. Guck mal, Spieler 2 ist im Aufklappmodus. Schön, die Karte. Sehr schöner Hattrick. Kommt wieder ran. Kann man sich trotzdem natürlich Schöner Ansatz. hinterher fragen, wo hätte ich gestanden, hätte ich den Gang nicht verloren. Ja, allerdings. Ja. So, Karo mit 3, 13 gedrückt. Das war, glaube ich, ganz, ganz Standard alles, ne? Gute Schwarze Eröffnung. Dame, jetzt sollten nicht 5 Trumpf stehen. Nee, stehen nicht. Aufschlag war ja super. Gegen 4 Trumpf hervorragender Aufschlag. Jetzt noch Pik Ass eingesammelt. Jetzt kann man schon durch Ja. Pik Ass und die Öffnung Herz kann man schon fast wieder ein bisschen vom Schneider träumen, obwohl 5 Trümpfe stehen. Zumindest ist der Sieg schon safe. Ja. 15. Mhm. Wahrscheinlich wird der Herzstich draußen sein, aber mal gucken, ne? Ja, der Herzstich wird draußen sein. Also den Aufschlag traue ich jetzt nicht. Das traue ich jetzt keinem zu. Links muss von König Lusche aufgespielt haben und der rechte muss nicht mit der, ist nicht mit der 10 gelaufen. Also so viele Zufälle gibt es eigentlich nicht. Okay, Kreuz 9 abwerfen ist natürlich nur Schneider, wenn jetzt die 10 fällt. Nein, das ist nicht. Na gut, der Schneider war halt gegen 4 Trumpf Wie nicht würdest du drin. denn eigentlich jetzt so Spieler 2 einschätzen? Ich meine, gut, er hat den Gang nicht richtig gedrückt. Auf der anderen Seite den nächsten Gang mit Ass König Lusche hat er eigentlich ganz gut auch direkt abgekürzt. Das andere Spiel auch. Also man kann eigentlich nicht sagen, dass der ja, schlecht ist. Aber exzellent ist er wahrscheinlich auch nicht, ne? In der Tat, ja. Also. In der ersten Betrachtung könntest du sogar denken, Moment, der findet zwei Asse und kriegt 53 beim Gang. Ne? Ja. Aber die Karte war an sich schon besser, als das Ergebnis jetzt vermuten ließ. Das war wirklich sehr viel Unglück in dem Ding. Ansonsten erkennt er seine eigenen hier tadellos. Ja. Ja, dennoch eben die Eröffnung der Schneider geschenkt, aus dem Karo geschenkt. Also unglücklich entschieden, wie auch immer, aus der schwächeren Ja. Farbe aufgespielt. Die Drückung bei diesem Gang vielleicht, auch jetzt eben die Schmierung sofort von Pik Ass auf Herz Bube. Das ist ja sehr häufig eine Fop-Karte. Also da sind mir auch definitiv zu viele Kinken drin, als dass ich den im Ja. Spitzenspielersegment, sag ich mal, verorten würde. Ne? Ja, ich weiß ja nicht, wie du das machst in diesen Finals, aber ich versuche mir ja auch immer so schnell wie möglich so ein bisschen ein Bild von den Gegnern zu machen, da es ja maskiert ist. Muss man das ja auch, weil man ja keine Infos hat. Und ja. Da zählen Schauen wir mal, Kleinigkeiten. wie es weitergeht. Auf jeden Fall scheint ihm dieser verlorene Gang keinen Pech gebracht zu haben. Der hat jetzt ganz schön viele Spiele hintereinander gemacht, so, ne?
Die Karte hat ja auch kein Gedächtnis, aber die Punkte muss man auch erstmal rausholen. Und wie gesagt, betrachtet man von der anderen Seite, wo könnte der stehen, ne? Wenn er das Ja, Ding gewonnen genau. hätte, ne? Ja. So, 25 Pik-Kreuz König. Also Martin hat einige volle natürlich in der Beikarte. Gut, Kreuz 10 ist abhanden gekommen. Karo deutet ein bisschen darauf hin, dass der letzte Karo beim Alleinspieler ist natürlich, ne? Ja. Okay, Kreuz eine Kreuz ist gedrückt. Kreuz Lusche nur gedrückt. Okay, und wer hat Herz Ass? Wir nicht, okay. 6-3-1, die häufigste 6-3-1. Kombination. Man trifft sie fast wirklich so oft, dass man das als Muster einfach wirklich mitnehmen sollte. Auch im ja, außerdem war meine Frage jetzt auch ziemlich überflüssig, ne? Wer hat Herz Ass? Weil wenn er Herz Lusche Blank gehabt hätte, hätte er sie auf Kreuz Lusche abgeworfen, als wir die eben gespielt hatten, weil er ja auch wusste, dass wir Kreuz Ass haben, als wir Kreuz, nachdem wir im ersten Stich Kreuz 10 auf den König gelegt haben. Also war eigentlich alles klar und nichts los sozusagen in dem Spiel. Was machst du mit dem Ding? Ich glaube, Martin sitzt im Tank und überlegt, ob er 18 sagt. Er wurde angepasst. Weg, weg, ja. Das war eine relativ unattraktive Karte irgendwie, ne? Weil ich glaube nicht, dass wir zum Null finden. Wir finden Pik Jung oder Kreuz Jung. Da glaube ich dran, das ist sicher so. Und dann finden wir noch ein Ass. Und am Ende war es Karo Ass und wir verlieren einfach Karo. Zum Beispiel, ja, das kann alles passieren, aber. Ja, wir werden es ja gleich sehen. Weg, weg. Ich glaube, er hat gepasst, ne? Wenn ich das eben richtig gesehen habe, was liegt. Hopp. Er ach, will sorry. Sich nicht angucken, er will sich nicht, ach, und dann guckt er rein und freut sich, Pik Bube, Pik König. Es wäre kein wirklich gutes Spiel gewesen. 5 Trümpfer mit Ass 10 Lusche, bestellter 10 und 4 Augen gedrückt. Naja, das will man jetzt auch nicht haben, ne? Da ist man nicht unglücklich nach der Finale. Also nur wenn da jetzt wirklich die beiden Alten oder Bauer und passendes Ass drin liegen, dann. Ja. Beißt du dir so ein bisschen irgendwo rein, aber am Ende musst du es ja ohne Kenntnis des Skates entscheiden und das war, glaube ich, schon korrekt. Ja. So, Kreuz, schon wieder unser Spieler 2. Ja, mitnehmen oder die ich zwei tippe, Augen dass, retten? Also, ich glaube, ich würde ihn nicht mitnehmen, aber ich denke, dass Martin ihn mitnehmen wird, weil er ja auch sehr leidenschaftlich gerne blanke Karten spielt und Pik König danach spielen wird. Mal gucken. Ja. Weil, zack. Ja, gut, aber dazu haben wir ja zu viele Videos schon von Daniel, von Martin gesehen. Das ist ja jetzt keine Überraschung. So. Und die zwei Augen gehen so gesehen, war es ja auch richtig, denn so war wenigstens einmal die Mittellandposition. Hier kommt er auch nicht rüber. Die zwei Augen sind im Körbchen. Es ist nur die Frage, hat es was gebracht? Ah. Oh. Ja. Es hat was gebracht. Und da sind die Trümpfe wieder getrennt, weil offensichtlich hat unser Mann ja auch noch einen schwarzen Buben. Wir hatten 3 Trümpfe, also es sind 5 Trümpfer. Jetzt muss noch irgendwie ein Dreierfeld beim Alleinspieler sein, ne? Wie also fortsetzen? Naja, ich würde jetzt tatsächlich, ich denke, Herz Lusche macht nichts kaputt, weil Bella 9, also König, Dame, Lusche, ist immer noch nichts passiert und schlagen wir immer noch mit der Herz Lusche. Und eher wahrscheinlich ist also vielleicht meistens sogar, hat dass der er kein. Alleinspieler ja jetzt Karo Ass König Lusche noch dabei, aber Weil er würde beim ich fünf, zumindest weil er sagen. beim 5 Trümpfe eigentlich 2 Seiten Asse hat häufig. Ist wohl auch der Fall hier, ne? Ist wohl auch der Fall. Oh, unser Mann hat sogar Kreuzbuben, siehst du? Es ist wahrscheinlich nur das Problem, dass er nicht genug anbieten kann, ne? Jetzt könnte er die blanke Karo Lusche spielen, wenn er so hat. Hat er nicht offensichtlich. Okay. Die 8 wäre perfekt gewesen, weil ja. dann so hätte der Alleinspieler natürlich immer noch tauchen können. Tja. Karo König. Tja, das war's dann wohl. Oh! Oh, da muss er ja noch die Karo Lusche haben. Ja, da muss er ja noch die Karo Lusche haben.
Man versucht es halt mal. 42, okay. Also ein Bluff, der im Endspurt vielleicht ein bisschen zu spät kam, um noch jemanden zu verwirren. Ne? Aber er hat ihn immerhin gemacht, unser undurchsichtiger Spieler 2. Ne? Ja, er hat ihn gemacht. Gut, was soll er machen? Er hat den 5-Trümpfer, Trumpf steht 3-3, aber ihm fällt Pik 10 um quasi und dann ja, Karo, wo er König dritt hat, steht auch noch 3-1. Ja, chancenlos dann. Also wieder auch der prädestinierte Fall, wie dieser, ich meine, wahrscheinlich kann man jetzt auch sagen, wäre das Spiel auch anders umgefallen. Wahrscheinlich, vielleicht. Aber der Blanke war halt wieder komplett richtig. Definitiv. Blank ist häufiger richtig, als man das vor 15 Jahren noch behauptet und geglaubt hat. Ne? Ja. Viel häufiger. Ja. Was, dann sind wir im zweiten Stich. Moment, nee, wir sind schon im dritten Stich. Trumpf hatten wir 3. Trumpf steht. Okay. Herr 10 wieder gedrückt und Karo Lusche Abwurf. Aber vielleicht sind 6 Trumpf jetzt mit Karo. Also nur noch Trumpf und Karo Ass ist eine Variante, die ich für nicht unwahrscheinlich halte. Aber auch wieder so eine Überlegung, ne? Also vielleicht hat unser Partner sogar auch noch einen Stich, aber ein Bauer, also ein Trumpf. Auf jeden Fall hat er noch einen Buben, ja. Was hat Martin? Aber der Abwurf, ich bin ja auch nicht so ganz, was wahrscheinlich ist es ganz egal, ob er was er macht, ja. Ne? Mich würde dieser Gedankengang würde mich mal interessieren bei 24.00 sozusagen. Da hat er ja auch gesprochen, wenn man das so sieht, was da gerade jetzt. Aha, 2 Augen wurden wohl verschenkt. Ja, da war schon alles abgetragen. Ja, also. War nichts. So ein, oh, bei Weg, ein schöner Ansatz. Karo Ass 10, hopp. Ist das ein schöner Ansatz? Also für Weg will ich ihn haben, auf jeden Fall. 18 halten will ich nicht mit der Karte. Eieiei, okay. Karo Ass 10 war es nicht. Herzkönig, Pikkönig. Eieiei. Jetzt brauchen wir einen Plan. Was wäre dein Plan? Ja, also sagen wir mal so, wenn ich den Karo jetzt, offensichtlich will er 14 drücken, Karo annoncieren bei dem Spiel, weiß ich nicht, ob ich da einen Plan hätte. Ich hätte eher wahrscheinlich einen Plan beim Kreuzspiel, da würde man zumindest eine Idee haben, 2 Karos drücken und irgendwie Karo Lusche ausspielen und hoffen, dass der Linke mit Ass 10 König rankommt und es danach einen kleinen Doppelkopf gibt und dann wären wir wahrscheinlich Favorit in dem Spiel. Wenn ich den Karo spielen würde, würde ich wahrscheinlich dazu tendieren, 14 in Kreuz zu drücken und die Kreuz-Lusche auszuspielen. Das ist hier in dem Fall ja, Vorhand ist es ja meist ein Bonus, aber in dem Fall ist es eher ein Malus, weil ja, alleine weil antreten zu müssen. Sind beide Trumpfvolle wahrscheinlich weg. Da können wir uns keinen mehr schnappen mit unserem Kreuzbuben, was auch noch so ein Plan beim Karo sein kann. Gut, mal gucken, was Martin macht. Also ich denke, ich glaube, ich würde auch auf ich glaube, 14 Kreuz drücken, Kreuz Lusche raus zum Karo. Häufig wird er zwar auch rausgenommen, aber an sich, ja, die Chance mit Pik und in Herz auf die 10 zu schnippeln, ich meine, wir haben nicht wirklich viele Chancen. Ne? Also ich glaube, das wäre für mich auch das Attraktivste. Martin ist ja auch noch nicht am Ende der seines Lateins angekommen. Ja, der ist nicht, es gibt jetzt nicht eine ganz offensichtliche Drückung. Was macht er jetzt? Macht das tatsächlich? Okay, das ist eine Variante. Also habe ich jetzt selten gesehen. Ich glaube, die habe ich auch selten so gespielt. Wie bewertest du das? Ja, ich weiß nicht, wie sein Plan ist jetzt bei dem Spiel. Also natürlich ist sein Plan jetzt, dass Kreuz Ass rausgenommen wird, danach vielleicht Kreuz eingespielt wird oder Herz kommt, dann Herz volle geknackt wird. Dann aber er muss ja auch, nachdem er jetzt, sagen wir mal, entweder ein Kreuz oder ein Herz eingespielt wird,
muss er ja auch erstmal, damit er den Vollen stechen kann, auch wieder vom Spiel kommen. Und über Trumpf Ja, sind ja, beide ja, Vollen weg und ja, über Pik ist die Chance auf die Pik 10 weg. Ne? Das ja. ist Ja, das, wo ja, ich so sage, wie ist der Plan, selbst wenn es jetzt günstig losläuft, Kreuz Ass wird rausgenommen und ja. vielleicht Na gut, sogar. der Plan ist jetzt, wir haben 14 gedrückt, das wird jetzt rausgenommen, Herz Einschub, wir spielen Trumpf, Herz nach. 25 haben wir mit Herz Ass, wir stechen, haben 38, spielen Kreuz König, 42, spielen Kreuz Bube, Trumpf raus und der mit den beiden Trumpf steht dann auf noch bestellter Pik 10 und die angeln wir uns dann oder auf zwei Piken und machen irgendwie 61 bei dem Spiel, wenn er Dame Lusch hat und der andere noch die 10. Oder Das ist sogar aber 38 und 28 können wir sogar auf 66 landen im Best Case. Okay, ja, also es gibt das kann auch plus passieren, noch. wenn wir die 10 noch kriegen, ja. Aber das sind gefühlt sind das zu viele Wenns. Ja, wir haben es hier auch gleich. Kreuz wird geschnippelt und Herz kommt hinterher. Ja, jetzt wären wir, glaube ich, mit unserer Drückungsvariante 14 Kreuz runter und Lusche starten, wären wir richtig Dann gut hätten wir im jetzt Geschäft. Ne? 18. Hätten wir jetzt natürlich Herz König genommen. Es ist noch Ja. nicht klar, ob jetzt Herz gelaufen wäre. Wie hätten wir ihn denn dann eigentlich fortgesetzt? Herz Ass wahrscheinlich erstmal. Herz Ass, Pik Ass, Pik Lusche, oder? Wahrscheinlich schon. Und dann halt noch gucken, dass wir in Trumpf noch einen Vollen kriegen. Oder wir Also. hätten es so gemacht, wie ursprünglich geplant mit Trumpf Lusche und hätten dann Kreuz Bube das Kreuz Ass gestochen. Wenn Kreuz natürlich jetzt links 2-0 steht, ist alles immer noch sehr kompliziert. 14, 18, 31, 245. Und ich glaube, das wären auch nur 58 gewesen. Also Kreuz Ich steht zu glaube einfach, dritt, der Kreuz Skat. steht rechts von uns. Das war alles andere als günstig. So wie Martins jetzt versucht hat, ging es jetzt gar nicht. Wahrscheinlich schon am ersten Stich ein Stück weit absehbar. Ne? Ja. Irgendwie war das einfach zu mager der Skat. Der da, die Karten, die da drin lagen, waren einfach zu schlecht. Die zwei Bilder bei Weg, Weg. So, es ist genau jetzt Spiel 18, also bei einer 36er Serie wäre es genau die Hälfte, wo man meistens mal so eine kurze Zwischenbilanz zieht. Es war ja richtig gut losgegangen, jetzt durch das Verlustspiel erst ein paar Mal gar nichts, jetzt durch das Verlustspiel ist er tatsächlich unter die 500 gefallen. Kann aber passieren, erstes Verlustspiel im Turnier. Jetzt sitzt man 5 Spiele, kriegt nichts und dann kommt bei Weg, Weg. So, bei mal Weg, Weg ist es ja ein ordentlicher Ansatz. Du hast 2 Ass und eine 10, Kreuz Junge und 4 Trumpf in einer anderen Farbe. Es lag halt keine halbe Verstärkung drin. Das war ja nicht mal eine Viertelverstärkung war es ja nicht mal. Ja. Nur die beiden Damen wären halt noch schlimmer gewesen, hätte man sagen, ja, könnte man sagen. Ja. Okay, immerhin schöner Ansatz jetzt. Kreuz, Bube, Pik Ass und weg, weg. Nee, 18 Jahre. Naja, ah immerhin Pik Ass. Du bist genau wie ich, glaube ich. Das wundert mich fast ein Ja. bisschen. Ich denke auch immer, ich träume immer noch vom Best Case und bin dann häufig ein bisschen desillusioniert. Aber gut, man muss ehrlicherweise sagen, Pik Ass ist genau die eine Karte, die das zu einem sehr soliden Spiel macht. Ne? Ja. Kreuz Bube wäre ein Träumchen, Pik Ass ist aber schon, damit muss man sehr zufrieden sein, denke ich. Ja, vor allem nach so einem ärgerlichen oder nach dem Verlust Karo eben, finden wir jetzt hier wieder nichts. Dann machen wir vielleicht einen Doppelschlag. Und jetzt sind wir doch ganz klarer Favorit bei dem Spiel. 18, jetzt sticht er mit dem Bauern. 32 und Guter. vielleicht noch ein Stich. Passiert nichts mehr. Ja. Ja, Doppelschlag, zwei verlorene, dann ist die Stimmung plötzlich von einem Moment auf den anderen komplett im Keller, ne? Muss Ja. man auch sagen. Noch ein schöner Ansatz. Na, deutlich schöner als der eben sogar. Ja. Aber halt die 5 Trumpf in Karo, weswegen man bei 18 wohl die Segel streichen muss, ne? Ja. Kreuz Ass 10 zu 4 und blanke Karo 10 wäre der schönere Ansatz gewesen. So, Pik. Ich würde Pik König legen. Nicht mitnehmen? Was, wenn Trumpf voller Ja, blank gut, steht ich. beim Partner? Ja, ich habe also irgendwie, mein Erfahrungswert tatsächlich ist, dass wirklich die Leute viel, viel seltener von Pik Herz Bube den Herz Buben spielen. Also irgendwie spielen sie den Herz Buben doch häufiger von Herz Karo Bube. Und Also, gut, Martin wird wahrscheinlich jetzt, wie ich ihn kenne, mitnehmen und wieder seine blanke 10 spielen wollen. Zack. Und jetzt ist, ach, der blanke Pik Bube. Ja, okay.
Aber dann ist es ein 7-Trümpfer mit Ass 10 zu viert. Ass 10 zu fünft, natürlich. Ass 10 zu fünft und zwei roten Jungs. Und noch ein Ass oder was? Also auf jeden Fall werden wir jetzt nicht mehr alle roten Vollen unterkriegen, weil er nur noch zwei Unbekannte hat. Pik König wäre definitiv be besser gewesen in dem Fall auf jeden Fall. Ja. Blanke Kreuz 10, man muss ja auch sagen, bei selber den beiden roten Farben Karo so stark, muss man ja fast hoffen, dass der irgendwie auf eine Irgendein ganz, Ass wird dass der eigentlich, ja. meist hat er ein Ass, aber man muss an sich hoffen, dass der natürlich wirklich ein Kreuz Dame zu dritt oder irgend so oder Kreuz 3. Lusche dritt irgend so im Rotz steht, war aber nicht der Fall. Gut, 89, das hätte wohl auch, also ist mit anderen Worten nichts passiert, ne? Rausgekommen sind wir immer noch. Ja. Hast du die ersten beiden Serien gesehen, die ich ja kommentiert hatte? Entweder von mir oder im Original von Martin? Ich hab deine erste, die du kommentiert hast von ihm, auf jeden Fall so 30 bis 50% gesehen, ja. Die zweite Serie war, glaube ich, tatsächlich ein bisschen interessanter. Da war so ein, zwei Reizentscheidungen, die ich ein Stück oder auch Taufentscheidungen, die ich ein Stück weit fragwürdig fand. Aber anyway, im Großen und Ganzen würde ich sagen, das Turnier läuft dennoch bisher sehr geschmeidig für Martin, weil vor allen Dingen die ganz schweren Entscheidungen hatte er, glaube ich, noch nicht. Und die ganz großen Unglücke haben ihn auch noch nicht ereilt. Mal ein einfaches Karo bei Passe, Passe, das muss immer drin sein. Ja. Ja, damit sind wir auf jeden Fall raus. Ja, das Mit dem Spiel war. Stich, da war auch nichts los. So, drei Spiele noch. Da kommt noch mal was bei So. Martin vorbei. Den würden wir gerne für 18 aufnehmen. Das passiert leider nicht. Okay. Ja, abgeben will ich es für null auf keinen Fall. Okay, Okay. wir sehen es Jetzt ist schon. halt die Frage, was machen wir? Meistens Karo Hand, diszipliniert. Muss man, glaube ich, sogar, oder? Der Karo Ja, Hand ist, glaube wahrscheinlich ich, schon. deutlich, die Chance ist deutlich höher, den Karo Hand zu gewinnen, als jetzt wirklich zum, also zum Gang brauchst du ja wirklich schon eine Verstärkung. Also für mich fast mehr die Frage, ich denke, er wird Karo Hand spielen, aber das sehen wir gleich. Für mich fast mehr die Frage, was macht man, wenn man ihn für 27 nicht kriegt, ne? Ja. Also nach Ja, das ist halt Motto, auch, aber dann, da ist alles sehr standbedingt, würde ich sagen. Und genau da ist das Problem. Sein Stand ist ja jetzt nicht schlecht. Er ist ordentlich. Und genau da ist es ja fragwürdig, was man macht. Ne? Wenn man schlecht steht, würde man ihn nicht passen, auf jeden Fall. Und wenn man zu gut steht, würde man ihn wahrscheinlich nicht reizen. Und ja, so ist es eine Kann-Situation. So, er macht den Karo Hand. Herz Ass kommt raus, das ist gut. 19, Trumpf. der Stich. Karo 10. Karo 10, okay. Vorhand hat Herz Ass, Kreuz Ass, Kreuz Bube und rechts lädt Karo 10. Er könnte 38 jetzt Augen. natürlich noch Herz Karo Ass haben. Also wenn noch ein Trumpfstich draußen ist, wird es, glaube ich, kaum gewinnbar, ne? 38 liegen. Ja. Wenn kein Trumpf draußen. Jetzt abwerfen ist, glaube ich, auch nicht so schön. Man weiß auch noch nicht, das Karo Ass, wenn, dann wird es links stehen, dann erlaubt man vielleicht Überstiche. Aber wahrscheinlich muss er ihn einfach stechen und Bauern ziehen und erstmal gucken. Ja, wenn Karo Ass irgendwo ist, dann ist es ja links. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rechte jetzt mit Karo Ass 10 zu 4 blufft. Nee, Also Karo Kreuz Bauer war tatsächlich blank. Die Frage ist jetzt halt, ja. genau, also wenn überhaupt hat Spieler 3 Karo Ass noch und die 10 gelegt, hat geblufft, eine Variante, dann wird's aber, dann kann er wahrscheinlich ohnehin nicht gewinnen, ne? Nee. Wahrscheinlich muss er jetzt einfach noch einmal Trumpf ziehen, was ja nichts, wo er nichts passiert. Ein Pik fliegt auch nicht raus, beziehungsweise wenn zwei Piken rausfliegen, ist auch okay bei 38 und dann einfach Pik 9 oder was und hoffen, dass Trumpf Ass wirklich liegt. Ne? Ich finde das gerade süß, wenn ich Martin so im Tank wieder sehe. Ich meine, er weiß ja genauso wie wir jetzt, dass wenn der Rechte geblufft hat, ist alles eh egal, weil die stehen jetzt, glaube ich, auf 48, sowas in der Art. Und Wenn jetzt Trumpf ich Ass noch meine, es geht draußen nur, wenn ist. Karo Ass drin liegt. Das ist einfach so. Ja, sieht auch ganz danach aus. Jawohl.
Ja. Oh, das wäre tatsächlich passend zum Gang gewesen, ne? Diesmal zu Ass König Lusche die Lusche und zu Bella Lusche das Ass. Dennoch soll man, muss man zufrieden sein, dass das Handspiel gegangen ist, ne? Klar, also. Definitiv, weil das wäre jetzt der zweite böse Vorfall. Das Spiel kommt man nicht ran, kommt man nicht für 18 ran, wird ins Hand getrieben, verliert den irgendwie unglücklich. So, Pik. 21. So, nehmen oder tauchen? Upp, zwei Trumpfvolle weg sind. Ja, also ich persönlich würde ja denken, ohne Trumpfvolle muss das Spiel ja jetzt irgendwie mit den Mitteljungs sein. Also, und ich würde ihn auf einen Sechstrümpfer taxieren. Also würde ich auf Karo Bauer jetzt, würde ich für Karo Bauer jetzt tendieren. Allerdings glaube ich auch nicht, dass seine Beikarte jetzt sehr schwach sein wird, ne? Wenn er schon keinen Trumpf vollen hat. Kreuz Ass haben wir schon gesehen. Das heißt, egal wie die Entscheidung ist, die Erwartungshaltung ist jetzt gar nicht riesig, das Spiel schlagen zu können. Dennoch, Martin macht es anders. Ui. Was war da passiert? Hat er tatsächlich eine Das Vierer zu? Viererfeld in Karo erwischt. Gut, das heißt aber, jetzt ist Feierabend. Ne? Jetzt gab es zwar noch den Überstich für Schneider frei, aber jetzt sind da nur noch Trümpfe und Karo Ass, den König. Ne? Ja. Ja, wenn er Herz getroffen hätte, was ich wahrscheinlich gespielt hätte, dann hätten wir Schneider verloren. Weil dann hätten wir keinen Stich mehr gekriegt. So haben wir noch zwei Stiche gemacht und sind rausgekommen. Gut, davon kann man sich im Rocket jetzt Finale auch nichts kaufen, weil für Schneider Frau gibt's, Schneider frei gibt es keine Bonuspunkte. Aber trotzdem. Auch wenn er jetzt Pik Bauern erst laufen lässt, kommt danach einfach nochmal Trumpf, Bub fällt Genau, dann auch 1-1 Schneider. und danach ist finito. Also so Also tut gesehen. mir leid für den Alleinspieler. Gegen mich hätte er das Spiel Schneider gewonnen. Ich weiß nicht, wie viel da der zum Schluss geworden ist. So, Weißt letztes du hier, Spielchen welches hin. die Spieler sind eigentlich? Nee, ne? Nein, also ich habe das Okay. jetzt nicht mehr vorrecherchiert, was da vor einem Jahr passiert war. Hätte ich ja jetzt in die Endauswertung schauen können. Nee, das habe ich nicht recherchiert. Okay. Oh, Schon jetzt wieder ein nochmal. Ganghand. Der zweite Ganghand von dem Spieler 2. Wo hätte der stehen können, ne? Wenn das Ja. eine Unglück da nicht passiert wäre. Pik Ja. kommt nicht, der Abstich. Okay, der wird dann wird er wohl durchlaufen, ne? Martin geht all in, da ist Pik 10 weg. Aber hat immerhin zum Abwurf der Herz-Lusche ge geführt, sodass er jetzt tatsächlich Ja. mit den zwei Herzstichen schon auf. Wo sind wir? 31, ja, 32. Müssten 32 sein, ja. Ja. Ja, eigentlich kann Jetzt kann man unvollständig. schon fast Kreuz 10 spielen, was aber eigentlich sehr unseriös wäre, wenn er noch eine blanke Kreuz Lusche hat, wahrscheinlich. 36. Jetzt kann eigentlich dieser Karo-Stich, den man noch braucht, der kann Karo nicht drin König sein. war ja schon, Karo Ass 10 war ja schon Verrat für Karo Ass 10, wo die stehen. Ja, wunderbar. Okay, wie ist am Ende ausgegangen? Am Ende relativ dicht zusammen am Tisch. Spieler 2 ist noch richtig rangekommen. Martin hat den Tischsieg verteidigt, aber das ist ja hier gar nicht das Entscheidende. Ich denke mal, die Serie lief sehr gut los und hinten raus ist es dürr geworden, ne? Also er wird vermutlich nicht ganz so glücklich sein, ne? Ja, ich glaube, dass er wahrscheinlich gar nicht so in Wirklichkeit unzufrieden sein dürfte, weil letztendlich ist es immer noch eine knapp 1000. Aber wenn man natürlich nach 4 Spielen 3 zu 0 steht, glaube ich, und hat schon ja, hochgerechnet irgendwie 350 oder 400 Punkte, dann ist man mit 600, wie viel hat er jetzt? Ich kann es gar nicht genau erkennen. 645. Ja, wird er jetzt nicht mega zufrieden sein, weil man braucht ja irgendwann auch diese 1000er, 1100er Liste irgendwie, weil man, dass man die ganze Zeit immer 800 konstant spielt. Meistens ist es ja doch so, dass es eine gute und eine nicht so gute gibt. Gut, das war jetzt noch nicht der Kracher, aber ja, schauen wir mal, wo es noch hingeht für ihn. Er bleibt jedenfalls oben dran. Er ist nicht abgeschlagen. Er wird noch weiter an den vorderen. Also mindestens im oberen Drittel, aber wahrscheinlich sogar an den ersten fünf, Tisch sechs oder was, wird er wahrscheinlich noch bleiben. So gesehen, ein Verlustspiel erst. Ansehe ist er nach drei Serien gut dabei. Zwei Serien kommen noch, die machen wir die Tage.
Bleibt dran, freue mich, dass ihr zugeschaut habt und schreibt gerne auch mal in die Kommentare, wie euch das Tandem Eddie Daniel hier gefallen hat, beziehungsweise mit Martin zusammen das Triple. Eddie, herzlichen Dank, viele interessante Einblicke, ganz oft auch mal die Nuancen, eine kleine andere Karte, das aber sehr häufig. Mir hat es riesig Spaß gemacht, freue mich, wenn du nochmal dabei bist. Alles klar, danke dir. Horido und an alle wie immer. Gut Blatt. Gut Blatt.